Hey Leute, ich bin's Morgen. Und heute spielen Claudia und ich das neue DOS Update. Claudia hat noch nie DOS gespielt. Das bedeutet, dass er alles in diesem Video jetzt neu entdecken wird. Es wird ziemlich lustig, also viel Spaß mit dem Video. Hallo. Alter, du sitzt da ja, hallo. Ich habe dich schon erwartet. Du musst noch eine Katze streicheln. Wenn du bereit bist, dann können wir in einen dieser Fahrstühle gehen und dann geht's los. Okay, ja, ich bin bereit. Ich weiß übrigens gar nicht wirklich, was auf mich zukommt. Gar keine Vorstellung. Also wir sind in einem Hotel mit Räumen und wir müssen das durch Tür 100 schaffen. Okay. Das ist so die Grundprämisse. Okay, das klingt ja einfach. Ja, im Fahrstuhl läuft dann schöne Musik. Ach, das ist First Person. Mhm. Oh Gott. Willst du etwa ein Horrorspiel in Third Person spielen? Ja, jetzt wo du es sagst, merke ich es auch. Wie du aussiehst, was ja, du siehst auch ein bisschen komisch aus. So. Wir sind da. Das Hotel. Gott, ich bin mental noch gar nicht darauf vorbereitet, dass ich mich jetzt erschrecken kann gleich und alles. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Jumpscares. Also, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich hole mal hier den Schlüssel. Genau, gut. Du lernst schon mal das Tutorial. Ey, du kannst doch nicht einfach das Geld klauen. Als ob du so ein guter Roblox-Spieler bist. Wie wusstest du denn das? Jetzt ist das mein Geld hier. Geld sammeln. Wir sollten auf jeden Fall Geld sammeln, weil inzwischen gibt es in dem Spiel, das gab es beim letzten Mal noch nicht, einen Anwendungsfall für das Geld. Okay. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Hilfe, warum ist das so? Hallo, lass hallo. Lass es. Hallo, Hilfe! Was sollte das denn? Wir sind in Tür 1 gestorben, GG. Das ist eine knifflige Sache. Hallo, das war ja richtig schieß. Ich habe richtig leise schon gemacht. Nutze, was du vom Rush gelernt hast. Du hast den Rush noch gar nicht kennengelernt. Also, was jetzt passiert ist, uns hat der Ambush geholt bei Tür 2. Und ich wusste nicht mal, dass das passieren kann. Okay. Ja, gehen wir auf erneut spielen. Früher war es so, dass die ersten 5, 6, 7 Türen nichts passiert ist. Ja. Und der Ambush, der kommt normalerweise erst sehr spät. Aber naja, im Trailer zum Update stand, the rules have changed. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber sind wir beide durch die gleiche Aktion von dem gestorben? Ja, wir sind beide dadurch gestorben. Ich habe gesehen, was auf uns zukommt und dann habe ich mich einfach töten lassen. Okay, ja, das war alles anders. Weil wir waren darauf nicht vorbereitet. Nee, ich war wirklich, also das war, Mann. Ich spiele wirklich nie Horrorspiele. Ich war auch gedanklich gar nicht darauf vorbereitet, was ich jetzt mental machen muss, um jetzt mich nicht zu erschrecken und alles. Das war halt scheiße. In dem Raum war ein Schrank und ein Schrank ist sowas wie ein Panic Room. Da drin kannst du dich verstecken. Du solltest aber nicht zu lange in einem Schrank bleiben, weil wenn du zu lange in einem Schrank bleibst, dann kommt ein Monster und stößt dich raus und du kriegst Schaden. Ach so. Kann ich hier rüber? Nö. Nee, wehe, du machst die Klingel kaputt. Kann man die echt kaputt machen? Also du hast sie schon kaputt gemacht. Oh. Rennen kann man natürlich nicht, das ist ja ein Horrorgame. Na, es gibt so Adrenalin-Zeugs, Pillen, irgendwas in die Richtung. Also wir sollten Geld mitnehmen und bevor wir durch eine Tür gehen, immer vergewissern, ob alle ready sind. Weil wenn ein neuer Raum sich öffnet, könnte es sein, dass ein Event getriggert wird. Okay. Achte drauf, ob die Lampen flackern. Okay. Das ist nämlich immer ein Hinweis darauf, dass gleich was Böses passiert. Ja, ergibt Sinn. Lampen flackern, immer ein schlechtes Zeichen. Ich find's nicht gut, dass hier jetzt so dunkel ist. Ah, sehr gut. Dunkle Räume sind übrigens auch schlecht. Mann, Conny, ich habe Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst, obwohl ich weiß, was passiert. Hallo, Liebesbrief. Der ist nicht für dich. Oh mein Gott, wie schön. Oh Mann. Okay, jetzt ist alles noch in Ordnung. Ich glaube, das war auch sehr rare, dass wir dem Ambush in Raum 2 begegnet sind. Da hat jemand geklopft. Lass euch aufmachen. Ja, mach mal auf. Hallo, oh mein Gott. Alles gut? Ja, hier geht's nur ein bisschen nach unten. Das wusste ich nicht, aber alles gut ist. Du solltest dir am besten auch merken, bei welcher Tür wir sind. Das habe ich mir gerade eben nicht gemerkt. Tür 7 sind wir, also ist die nächste Tür. Die nächste Tür müsste dann die 8 sein, genau. Gut, dann gehen wir mal durch. Okay. Ist alles noch in Ordnung? Fake-Türen geben. Wie du einfach Schlussfolgerungen aus meinen Tipps ziehst. Sowas wie Detective Conan. So, hallo? Hier, gar nichts los. Hier ist, ja, nice. Hier ist alles in Ordnung, also. Ja! Oh nein! Hier müssen wir schnell durch. Auf geht's, wir haben kein Licht. Ich sehe nichts. Oh Gott. Gott. Ich will da nicht rein. Erstmal Geld holen. Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Ja. Oh Gott. Hat dich der Screech nicht erwischt? Nee. Digga, der kam bei mir zweimal. Gar nichts mitbekommen, ehrlich. Okay. Wenn du ein Psst hörst, dreh dich schnell um und such nach dem Screech, der dich verfolgt. Ich mach das Spiel mal lauter, weil ich habe den Screech eben zweimal nicht gehört. Okay, ich löse mal hier nebenbei in. Ja. Wahrer Rätselspielmanier, dieses Rätsel. Man nennt dich auch Professor Layton. Aber natürlich. Okay. So. Um 12. Hallo!
Licht ist immer schön. Okay. Hier hat jemand die Tür zugemacht. Tatsächlich kommt man da nicht durch. Wahrscheinlich ist das ziemlich unaufgeräumt. Ah, ich habe Gold gefunden. Ja, da kommt man wahrscheinlich nicht durch. Aber ich würde es wirklich begrüßen, wenn wir... Schrank, rein in den Schrank. Such einen Schrank. Geradezu durch. Kannst wieder raus aus dem Schrank. Ich mag das nicht. Ich auch nicht. Ich mag das wirklich nicht. Das ist, Jetzt schnell rein in Raum 15. Ah, okay. Okay. In dunklen Räumen wollen wir nicht lange bleiben. Wenn es flackert, rein in den Schrank. Und... Oh Gott, okay. Okay, das war nur ein Gewitter. Ich dachte gerade, ich höre wieder einen Rush ankommen. Ah ja, wir müssen unbedingt mal Lichtquellen finden. Also Taschenlampen, Kerzen, irgendwas. Feuerzeuge. Ich finde nichts. Hier sind schon wieder Liebesbriefe. Wer auch immer hier mal gelebt hat, war ziemlich begehrt. Na, es ist ein Hotel. Also hier haben wahrscheinlich viele Leute gelebt. Ich habe schon den Schlüssel gefunden für Raum 19. Aber ich durchsuche jetzt alles, weil... Ich finde das gerade so unangenehm, dass ich nichts habe, um Licht zu machen. Ja, ich auch, aber Licht ist wichtig. Ja gar nicht anders. Okay, ja, ich traue mich ehrlich gesagt kaum, eine Tür zu öffnen, die ich würde sie noch nicht öffnen, solange wir hier nicht alles gelootet haben. Die normalen Türen meine ich auch schon. Achso, ja, die sind in Ordnung. Also, mir ist zumindest noch nie was dabei passiert. Was? So, ich nichts. Ich habe mich aus Versehen unter das Bett gelegt. Ich war okay. Passiert und ich dachte, nein, werde ich unter das Bett gezogen? Ja, ich dachte auch so, hallo Hilfe, hallo Hilfe, hallo Hilfe, aber alles gut. Wenn du einen Dietrich findest, wäre auch praktisch, weil da ist eine Kiste mit Schätzen. Dietrich, wo bist du? Dietrich! Ich finde das gerade so unangenehm. Kann ich nicht einmal Licht bekommen? Ich dachte, wir stehen das durch wie Meister. Wenn irgendeine Tür gab, die Tür da hinten habe ich noch nicht geguckt. Oh Gott, ich bin tatsächlich auch wirklich kein guter Partner bei so Spielen, aber sie mit Angst haben, kriegt man hin. Ja, alleine will ich das erst recht. Ich spiele nur, wir gehen einfach mal weiter. Oh, übrigens, das Licht da hinten, siehst du das? Ja. Das ist Guiding Light. Das ist die einzig nette Entity hier in dem Spiel. Dieses Licht erscheint überall da, wo wir hin müssen. Das gibt uns Licht, das gibt uns, zeigt uns die Richtung. Oh. Es ist tatsächlich so eine Art Spirit, der uns schützen möchte hier in dem Spiel. Unser Spirit Animal. Genau, okay. Gut, kein dunkler Raum. Aber immer noch kein Licht. Okay, ich gucke erstmal da rein, aber da wird wahrscheinlich... Ja, wieder... Wir brauchen Dietrich. Wir brauchen so viel, wir haben nichts. Das ist schon Raum 20. Okay, alles gut. Ich hab doch gerade gesagt Raum 20! Ich hab nur in die Richtung vom Raum geguckt. Ich hab gar nichts gemacht. Was ist mit der Tür hier los? Die hat keinen Türknauf. Wie viel HP hast du noch? Hälfte. Okay. Ich muss mal rein in den Schrank? Ich muss mal richtig weggucken, wenn du was... Ja, oh Gott. Und raus aus dem Schrank. Und schnell durch den Raum durch. Mann, ich hab die Tür nur angeguckt. Oh, ich hab eine Kerze! Oh wenn, mein Gott. Okay, wenn du eine Lichtquelle hast, benutze sie nur in dunklen Räumen, weil die verbrauchen sich und du wirst sie nicht unnötig verbrauchen. Yes, sir. Okay, gut, hier ist alles schön, aber ich finde es immer beunruhigend, wenn wir in einen Raum kommen, in dem viele Schränke sind, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir die Schränke brauchen könnten. Wie viel Geld hast du? Das siehst du oben rechts im Bildschirm. 155. Okay, sehr gut. Ich bin ein Fan davon, mindestens 100 zu haben. Was denn? Ja, es zeigt, wie flackert das Licht. Ich habe das Licht nicht flackern sehen. Ich habe das Licht flackern sehen, ganz deutlich. Ich habe sogar flackern hören. Oh, ich bin vielleicht ein bisschen blind. Also erzähl mir nicht, sei bescheuert. Okay. Jetzt habe ich das Licht flackern sehen. Rein in den Schrank. Ich warte übrigens immer ein wenig, bevor ich in den Schrank gehe. Keinen Gleit, mach mein Licht an. Okay, danke. Okay, hey, ich habe mich verlaufen. Wo geht's hin? Hier. Ah, sicher? 30? Ja, ich sehe halt immer noch nichts. Ja, ich muss dir folgen. Ja, okay. Okay, sehr gut. Alles gut. Boah. Okay. Warum sind die dunklen Räume so viel dunkler geworden? Boah, ist das ein Stress. Also das Licht hat zwar geflackert. Ein Auge. Ah ja, wir sind jetzt in der Nähe vom Sieg. Wenn die Lichter jetzt flackern, ist es in Ordnung. Die Augen, die machen nichts. Gutes Auge. Gib ihm einen Kuss. Sehr gut. Alles gut, glaube ich. Kein Detail. Ich stelle mich nur mal für den Fall vor in den Schrank. Aber ich höre nichts. Gut, alles gut. 34. Okay, ist die einzige Tür, durch die wir gehen können. Sehr gut. Ich habe Heilung gefunden. Nice. Mein Missgeschick mit der einen Tür ist zur Hälfte wieder gut gemacht. Das ist gut, dann kannst du nochmal durch eine falsche Tür laufen. Ja, das stimmt. Wie findest du eigentlich dieses Gemälde hier? Warten Sie, ich bin gleich da. Oh. Wie heißt es? Achso, okay. Was sind das für Geräusche? Ah, das ist, glaube ich, Regen. Und ich denke, gleich kommt der Sieg. Und bei dem Sieg kann ich dir nur einen Tipp geben. Folge dem Licht, diesem blauen Schimmer. Oh, noch mehr Heilung. Oh mein Gott. Geht's schon wieder richtig gut. Ja, dann mal los, ne? Ist großer Gang. Überhaupt nicht beunruhigend. Lass es. Hör auf. Hör auf. Lass es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe.
Links. Wenn du die Wahl zwischen links und rechts hast, guck, wo das Licht ist. Und wenn das Licht nirgends ist, ist egal. Und lauf nicht in die Hände und nicht ins Feuer. Alles gut. Hey. Was war das denn? Das war der Sieg. Oh, ich habe Erfolg. Nice. Kaum ist man in dem Raum drin, wird's noch dunkler. Ja, aber durch den Sieg haben wir ein paar Töne übersprungen quasi. Ah! Als ob du noch keinen von denen hattest. Nee. Feuerzeug. Okay, ich habe das Feuerzeug aus Versehen genommen. Ich guck gleich nach, ob ich es dir irgendwie geben kann. Toll. Aber Feuerzeug ist so viel besser als Kerze. Okay, folge mir. Du hast ja einen Schlüssel oder ich habe auch einen. Ich habe ja. Okay, dann mach mal. Okay. Ehrenmann auf jeden Fall. Wir spielen zum ersten Mal dieses Spiel. Klaus will direkt mit der ersten Stelle übrigens. Also droppen auf die klassische Art und Weise geht nicht. Vielleicht Q, E, R, F. Es geht, glaube ich, nicht. Nächste Lichtquelle. Na gut. Aber dass du noch keinen Screech hattest und... Oh, heil für dich. Hey, da drin, für dich. Huch, was? Ich hatte schon 3 Screeches. Pflaster. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Pflaster? Das hatte ich geheilt. Ja, ja, was ein Pflaster ist, weiß ich. Was ein Screech ist, weiß ich nicht. Ja, das finde ich krass. Ich hatte sogar Licht bei mir und der Screech hat mich aufgesucht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht siehst du besser aus, vielleicht schmeckst du besser, riechst besser. Wollen wir nochmal zurückgehen und gucken, in welchem Raum wir sind? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Okay. Ah, nice. Ja. Ist das da hinten die Tür, durch die wir gekommen sind zuletzt? Ja, aber die wird sicher auch nicht die richtige Zahl haben. Ja, ganz schnell gucken gehen. Wenn du dich traust? Ich trau. Mein Guiding Light hat's ja beleuchtet. Na, okay, nee, steht nicht. Okay, dann, okay, als ob wir. Was bei den Niebst macht. Ach, also 45 ist es nicht, glaube ich. Glaubst du nicht? 46. Also es ist 46 oder 47. Sicher, dass wir schon so weit sind? Ene, mene, Mopel, wer frisst? Warte. Die habe ich ausgeschlossen. Du musst einen der anderen. Ene, mene, Mac und du bist weg. Warte, wenn sie weg ist, dann ist es doch die andere, oder nicht? Okay, wenn du meinst. Hier ist es nicht. Falscher Raum. Okay, dann gehe ich jetzt in die da. Ja. Dupe hat mich erwischt, wenn das jetzt auch falsch ist. Okay. Ja, sagen wir doch. Weiter geht's. Alter. Gut, alles tam. Okay, alle Räume zu, wir können nur hier lang gehen, auch kein Loot. Raum 49. Okay, lass uns noch nicht in Raum 50 gehen, vielleicht gibt's hier noch irgendwas, was wir looten können vorher. Das ist echt mau von dem Loot her, bin enttäuscht. Ja, wenn wir so starke Spieler sind. Oh Gott, oh nein, oh. Crouchen, nicht aufstehen, ruhig bleiben. Crouchen. Kleiner Tipp, das Viech ist blind und geh nicht in einen Schrank. Auch nicht, wenn du panikst. Lauf lieber weg, crouchen. Weil dieses Minigame im Schrank habe ich noch nie geschafft. Wir müssen jetzt nach Büchern suchen in den Schränken und die heben sich nur minimal von den anderen Büchern ab. Okay, da ist der gute Mann. Pass auf, der kommt. Okay, alles gut. Ich habe eins gefunden. Nice. Ich habe bisher auch erst eins. X9 stand drin. Sehr gut. Ja, das steht dann unten links. Okay, müssen wir uns zum Glück nicht im Kopf merken. Muss ich weiter oben suchen? Es kann doch nicht sein, dass ich nichts finde. Doch, hier eins. Endlich. Wie viele brauchen wir denn? Wir haben schon 3 jetzt. Wir brauchen genug. Ne, 4 haben wir. Es gibt auf der linken Seite vom Raum so einen Schreibtisch. Oh Gott. Und da ist ein Zettel und der. Ja, ich hole den Zettel. Und da steht drauf, wie sich die Zahlenkombination für das Schloss zusammensetzt. Ja. Okay, erstmal hier ein bisschen looten. Es fehlt halt noch ein Buch. Sicher? Kann man eins zählt, ja. 5. Ja, wir brauchen 5 Zahlen, aber auch die richtigen brauchen wir. Wir brauchen Stern, so. X. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eck, Dreieck und 5 Eck. So. Wir brauchen also noch ein 5 Eck und ein Dreieck. Ich hoffe, der Homunculus geht jetzt weg und bleibt weg, bitte. Danke. Gut. Das letzte Buch ist doch bestimmt hier oben irgendwo. Ja. Dreieck, okay. Dreieck habe ich jetzt. Wir brauchen noch 5 Eck. Oh! Geh weg. Alter. Warum ist der inzwischen immer so schnell unterwegs? Vielleicht macht er jetzt Sport. Ich hab's, glaube ich. Ja, 5 weg. Du hast es? Hm. Okay, bitte lauf jetzt nicht auf mich zu.
So, der Code ist dann 44985. Komm hier zur Tür, wo ich bin. 44985. Oben in der Mitte? Ja. 44. Okay, da läuft bitte komm nicht zu mir. 9. 8. 5. Bist du bei mir? Mit dem Weg. Okay, sag, wenn du da bist. Bin da. Ja. Bin da. Ja. Alter. Okay. Puh. Alles gut. Ja, aufregend. So, oh, dann geh mal durch die nächste Tür. Ich kreisch die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, look, Bob, Visitors. Hallo, Bob. Hallo. Ein Schritt. Ja, Jeff. Hallo, Jeff. Endlich mal eine nette Seele. Okay. Ich überlege gerade, was ich mir kaufe. Ich glaube, ich kaufe mir ein Dietrich und ein Kruzifix. Okay. Und dann gebe ich ihm noch Trinkgeld. Soll ich mir diesen coolen Schlüssel holen? Das kannst du gerne machen. Der coole Schlüssel, der kann für zwei Möglichkeiten genutzt werden. Es gibt einerseits eine Tür, die finden wir ziemlich straightforward gleich. Dahinter ist, glaube ich, irgendwie ein Buff, der uns besser macht. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Oder, wenn man darauf verzichtet, gibt es die Backrooms. Aber die Backrooms, die machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mich ducke. Ich laufe jetzt einfach mit meinem Kruzifix und der Leib Christi hält alle Gegner fern. Ah. Rein in den Schrank, aber erst, wenn du was hörst. Okay, jetzt. Ich hör was. Okay, alles gut. Siehst du? Ja, gut. Ja. Das ist immer noch kein Licht. Nee. Kein Licht hier. Vielleicht hier Licht. Pflaster, ja. Gib mir das Pflaster. Alles gut. Du hattest immer noch keinen Screech? Nö. Alter. Ich bin nur an deinem Licht. Brauche ich keine Angst. Aber selbst ich hatte schon einen. Okay, jetzt kann ich endlich das Ding öffnen. Ich habe Dietriche gekauft. Ah, nur Gold und... Oh, ein Feuerzeug. Nimm dir. Gönn dir. Oh mein Gott, endlich. Die Tür müssen wir öffnen und dafür geht's dann, glaube ich, jetzt erstmal runter in den Keller. Wenn ich den Raum richtig in Erinnerung habe. Oh, das war einfach. Es gibt teilweise Keller, in denen man sehr lange suchen muss, aber wir haben den Hebel gefunden. Gibt es Speedruns hier? Safe? Stimmt, ne? Oh Gott. Okay, durch dunkle Räume will ich einfach mal durch. Unangenehme Sachen. Ja. Oh nein, wir müssen in den Keller. Okay, such nach dem Hebel. Und der Keller ist auch größer als der letzte. Ja, ich trau mich nicht ohne dich. Okay. Bei dir sein. Wir hätten uns auch aufteilen können. Ja, aber mein Feuerzeug hat... Feuerzeug! Oh, ich habe meins, glaube ich, damit gerade aufgefüllt. Aber... Trotzdem kannst du deins auch mehr auffüllen. Sehr wenig Akku. Aufgefüllt, wie aufgefüllt. Oh. Ich glaube, deswegen hatte deins auch so wenig. Weil ich immer eh spamme. Nee, hier geht's wieder hoch. Okay. Ah, sehr gut. Einfach hoch. Hilfe, hör auf, in meinen Ohr zu flüstern. Ey, dreh dich um! Warum? Du musst ihn suchen, wenn er in dein Ohr flüstert. In den Ernsthaft? Schrank gleich rein. Jetzt. Okay, es ist nur ein Rush, alles gut. Weißt du, der Rush ist so das häufigste Ding, wenn die Lichter flackern. Aber das, was uns am Anfang... Oh nein, es ist wieder sowas. Was uns am Anfang getötet hat, das ist die sehr viel seltenere Version von Rush, der immer wieder kommt. Okay, so 63 ich sag, oder... Ich sag 63. Sicher? Nee. Dann geh du mal. Warum? Weißt du, bei einer 50-50-Chance kann man doch auch mal Glück haben. Okay, hier ist alles schön. Wie wär's denn jetzt eigentlich mal mit so einem Lazarett, wo wir uns... Oh, ja, gut. Sieht doch nett aus. Ja, hier heilen? Gibt's doch bestimmt Medizin. Okay, ich habe ein Pflaster gefunden. Damit habe ich jetzt meine Wunde geheilt. Soll ich die öffnen? Aber wenn ich noch eins finde... Du kannst die öffnen. Da wird bestimmt was für dich drin sein, ja. Weil wenn du die nicht öffnest, dann könnten wir jetzt in die Backrooms gehen. Ja, loot du erstmal für dich. Okay, ordentlich Money Cash. Wirklich ordentlich. No Money Cash? Nichts Krasseres? Eine geile Pflanze, die mich geheilt hat, die mich konstant... Your heart beats stronger than before. Tatsächlich, eine Allergie habe ich gegen die Pflanze, aber geheilt mich trotzdem. Also wir haben jetzt irgendwelche Buffs, ich weiß aber nicht, welche Buffs wir jetzt haben. Okay, ja, ich habe aber eine Menge Geld. Okay, weil ich weiß nur, dass in einem der nächsten Räume die Backrooms zu finden sind. Warte, wir waren bei der 64, 65, jetzt müsste es die 66 sein, oder? Ja, was welche... Ich werf mich ins Feuer dafür, ja? Okay. Aber Feuer? Okay, Feuer! Wie es von außen aussieht. Es war nicht die 66, es kann nur die 67 sein, weil 68 wäre doch viel zu weit, oder? Ja, ich denke auch eher so. Soll ich? Ja. Oh, ich habe Regeneration durch die Pflanze. Ja, dunkel. Okay. Oh nein. Oh, oh. Zum Schrank. Jetzt rein. Okay. Das nenne ich meinen Hinterhalt, ne? Ja, wirklich. Wir unterhalten uns hier nett und auf einmal... Ich hatte gerade wirklich Angst, dass so ein Ambush kommt. Aber das hier ist doch eigentlich ein netter Raum. Schön beleuchtet, Beleuchtung ist alles.
was ich verlange. Ey, wir sind schon bei Tür 72. Ich glaube, soweit habe ich es ohne Hilfe von Felix noch nie geschafft. Oh, okay. Wieder. Alles gut, ich sehe wieder Augen. Felix sei Dank, bist du nun auch ein Meister. Mhm. Also ich habe nur einmal das Spiel gewonnen, da wurde ich von Felix gecarried. Okay, hier ist das. Flackern in Ordnung. Okay, da nicht rauftreten, oder? Ich war mir gerade nicht sicher, ob man da rauftreten darf oder nicht. Weil this is not a painting. Okay, dann Finger weg, sonst Finger weg. Ja, ich war mir gerade wirklich nicht sicher. Ich hatte das Gefühl, dass da was passiert ist, als ich raufgetreten bin. Das hier ist übrigens jetzt 74, falls. Oh Gott. Okay, mein Feuerzeug ist übrigens alle. Ich habe noch Feuerzeug. Gucken, weitergehen. Wie Männer. Okay, okay. Oh, das ist doch einfach. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber es ist gemein. Ich finde das sogar ganz angenehm, weil ich weiß, dass hier nicht aus dem Hinterhalt irgendwie geholt werde. Okay. Links. Oh Gott. Das war vielleicht falsch. Nee, Gott sei Dank war es nicht falsch. Rechts. Okay, alles einfach. Es ist dramatischer, als es sich anfühlt. Keine Sorge. Oh Gott. Alles gut. Wir heilen noch. Oh mein Gott, wie gut. Ja. Alter, das war ja so eine gute Entscheidung, diesen Schlüssel mitzunehmen. Ja, es bringt uns... Oh, ein Feuerzeug, wie gut. Es bringt uns zwar nichts... Ah, ich habe einen Schlüssel. Oh Gott. War das ein Screech? Scheiße, das ist eine Spinne. Ach so, Timothy. Ach du... Mich hat Timothy auch... Man denkt nie daran, weil der kommt so selten. Selbst wenn man sich darauf einstellt, dass Timothy aus den Dingern rausspringen kann. Ja, habe ich mich ultra darauf eingestellt. Also hab ich auf jeden Fall auch gewusst, dass es passieren kann. Ja, spätestens dann, wenn es passiert, ist man nicht mehr darauf eingestellt, weil es so selten passiert. Ich habe auch schon wieder ganz vergessen, dass es Timothy gibt. Okay, du bist direkt weiter? Hat's geflackert? Ah! Das ist ein Screech. Alter. Hast du Schaden bekommen? Ja, aber ich heil... Okay, wenn du Psst hörst, musst du dich umsehen und wenn du den Screech siehst, bevor er dich sieht, dann schreit er und läuft weg. Okay, ja, wusste ich noch nicht so präzise, aber okay. Aber das war dein erster Screech bei Tür 84, also krank. Ja. Ich bin so erschrocken. Oh Gott, Geräusche. Der Leib Christi. Ah, ich hab dich. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich auch nicht. So Angst einmal gehabt, einfach in den Schrank rein. Das Kruzifix hat mich beschützt. Der Schrank ist auch auf einmal ausgerastet, der Schrank raus. Genau, du darfst nicht zu lange in einem Schrank bleiben. Das ist immer das Schwierige. Aber das Geräusch war nicht das Geräusch von einem Rush. Deswegen wusste ich, es ist ein Ambush. Und ein Ambush, darauf habe ich keinen Bock. Vor allem, weil ich nicht wüsste, da wäre der nächste Schrank gewesen. Deswegen habe ich jetzt meinen Kruzifix benutzt. Da, jetzt geht's wieder los. Okay, hier ist noch alles in Ordnung. Einfach weitergehen. 88. Wieder so ein Raum? Safe nicht. Es gab keine Augen. Das ist nur ein Zufall, dass der Raum so aussieht. Da siehst du, alles gut. 89. Dass du dir das merkst. 89. Hey, der nächste Raum ist die 90. Ja. Oh, jetzt guck auf den Boden. Wenn da Zeug ist, nicht reintreten. Ja. Was denn? Nicht angucken! Rein in den Schrank! Lebst du noch? Ich glaube nicht. Ja, ich war mir nicht sicher, weil hier flackern keine Lichter. Oh Gott. Sorry. Alles gut. Okay, es sind zwei Dinge. Oh nein, jetzt muss ich das gleich alleine machen. Du schaffst das. Ich bin draußen. Helfen, aber jetzt? Ja, ich war die ganze Zeit so ruhig, weil ich hören wollte, ob ein Rush kommt. Und es kam ein Rush, aber ich hab's dir zu spät gesagt. Alles gut. Okay, hier ist alles schön. Das ist Guiding Light, unser Schutzengel. Solange ich bei ihm bin, ist alles gut. Ups. Aber ich muss weiter. Raum 93, okay. Ich werde dich aus dem Jenseits begleiten. Ich höre Geräusche. Ich wusste, ich höre Geräusche. Geh an. Kerze, geh an. Nein. Ich darf den nicht angucken. Hilfe. Ich denke, das ist ein Rush. Ich höre aber nichts. Also ich höre einen Rush, aber ich sehe ihn nicht. Meine Kerze leuchtet nicht in diesem gottlosen Raum. Hallo? Wo muss ich hin? Siehst du was? Ich kann nicht so, nee. Ich sehe auch nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist doch keine schöne Spectate-Ansicht, ehrlich gesagt. Da, Guiding Light. Nein! Okay, ich sterbe nicht dadurch. Ich krieg nur Schaden. Schon, du machst es. Da ist der Screech. Alles gut. Rainer. Okay. Alles gut. Keine Angst mehr, in was reinzutreten. Da.
Alter, wie viele Screeches denn noch? Alter, okay. Jetzt geht das wieder los. Na, ah. Ah, zum Glück haben wir die Pflanze genommen, die heilt mich. Raum 99. Ja, du machst das. In Raum 99 kann mir ja wohl nichts mehr passieren. Jetzt kommt Raum 100. Und ich habe Raum 100 noch nie gespielt. Und ich weiß so ganz grob, was ich machen muss. Du machst das, komm. Ich wünschte, du wärst bei mir. Ja, ich habe nur diese Kerze als Lichtquelle. Ich brauche mehr Licht. Okay, ich brauche hierfür noch einen Schlüssel. Erstmal einen Schluck Wasser trinken. Das wäre so traurig, wenn ich jetzt sterbe, aber ich sehe es schon kommen. Da ist der Gorilla. Okay. 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 Ich muss jetzt Zeug finden und ich weiß nicht welches Zeug. Da war gerade eben Licht. Warum ist jetzt ausgerechnet alles so dunkel? Ich kann meine Kerze anmachen, aber die bringt so viel wenig Licht, das bringt mir gar nichts. Kommt der jetzt von links, rechts? Ich lauf einfach. Da ist was, ich hab irgendwas. Ich hab irgendwas. Okay, er ist dort. Ich brauche wirklich Licht. Bitte, bitte Licht, bitte, bitte, bitte Licht. Wie macht man die Kerze an? Hör auf zu klopfen. Wenn er da ist, gehe ich hier lang. Ich will einfach nur nicht bei ihm sein. Weil in der Dunkelheit kann es so schnell passieren, dass er mich findet. Okay. Also ich suche nach irgendwie Zeug. Okay. Kannst du da nicht rein? Ja, dafür brauche ich noch einen Schlüssel. Okay, hier ist der Rift. Na, was ist das da packe ich jetzt meine Kerze rein, die brauche ich eh nicht. Hier, nimm! Nimm Rift. Nimm. Nimm, aber nimm's mit Ehre. Okay. Und hier unten ist auch nichts, was ich mitnehmen kann. Okay, hier ist der Schlüssel. Ich wünschte, ich hätte eine Taschenlampe. Okay, da liegt eine. Das Guiding Light zeigt mir jetzt zum Glück, wo die sind. So. Eins. Gib mir zwei. Von wo kommt der? Von da kommt der, okay. Ja, ein bisschen mithören kann ich auch. Also, je nachdem, wie ich die Kamera ausrichte, höre ich auch. Okay, gut. Aber, ja. Okay, hier ist Licht, das heißt auf der anderen Seite. Oh, hier sind so viele. Eins. Ja, perfekt. Zwei. Drei, Alter, wirklich so viele. Oh mein Gott. Vier. Fünf. Okay, mir fehlt nur noch einer. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe keine Orientierung. Ist das da ein Raum? Ich brauch Licht. Ja, da sind noch Schränke auf jeden Fall, wo du noch nicht warst. Ja, ne, hinter dir warst du auch noch nicht ganz. Kann ich hier rein? Nee. Hinter, ja, da warst du noch nicht ganz. Okay. Da will ich nochmal lang gehen. Ja. Ja, der kommt da? Ja, der kommt da. Oh. Das Blöde ist, es ist so dunkel, dass ich die Orientierung teilweise verliere. Ja, da rein, ja. Sicher, dass ich da noch nicht alle hatte? Weil die leuchten ja. So, ja, gut. Er kommt. Ah, Gott. You die to the figure, you were almost there. Remember, it uses sounds and vibrations to its advantage. Ja, hier hätte ich stehen bleiben sollen, während er auf mich zuläuft. Komm nicht zu nahe, es kann deinen Herzschlag spüren. Ja, ich weiß. Ja. Wenn es dich in die Enge treibt, versteck dich. Wir haben es bis Raum 100 geschafft. Wir haben es bis Raum 100 geschafft und das war ja wohl das Ziel. Zimmer überlebt 100, das heißt, wir haben Doors praktisch durchgespielt. Ich würde sagen, ich gehe auf Verlassen. Das war genug für mein Herz für heute. Ja, wir können es gerne nochmal versuchen. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Lasst auch gerne ein Abo bei Claudi da. Er ist jetzt hier oben verlinkt oder da oder so, wo auch immer. Bis dann und ciao! Ciao!